Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit einer neuen Folge von Daily, deiner Tagesdosis. Angeber, wisst ihr, ich mache gerne so. So, zack, 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 zack. Ja. Und wir reden heute über den 21. Oktober. Und am 21. Oktober haben wir auch ein ganz berühmtes Geburtstagskind, leider schon tot, aber geboren ist da Carrie Fisher. Carrie Fisher ist 1956 geboren, Prinzessin Leia. Ja. Das ist ein Jammer. Das ist wirklich ein Jammer. Also ja. Schade, dass sie das mit der Veränderung der Filme nicht mehr erlebt hat. Ja, es wird ja noch einige Folgen Star Wars geben, die jetzt ohne sie gedreht werden müssen. Aber sie wird aus den Weiten des Universums. Da bin ich jetzt aber in einer anderen Serie. Ja, ist ja gut. Ganz gut, alles in Ordnung. Ja. 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 Sie ist gestorben im Alter von 60 Jahren. Ja. Und am 21. Oktober haben wir aber auch noch etwas anderes. Ja. Ist auch was anderes passiert? Ja, der 21. Oktober 2004 hat uns mal die Macht der Worte aufgezeigt. Ja? Was, an was würdest du denken, wenn du lesen würdest oder hören würdest? Fidel Castro gestürzt. Ach, das kenne ich. Stimmt. Na? Ja, ja. Da würdest du erstmal denken, was? Naja, dass er halt vom, des Amtes enthoben worden ist. Richtig, und das war gar nicht so. Ja, er ist auf die Fresse gefallen. Ja, genau, das war die Aufregung in Kuba. Die kubanischen Zeitungen hatten vermeldet, Fidel Castro gestürzt. Der kubanische Ministerpräsident war allerdings bei einem öffentlichen Auftritt, da haben wir nochmal ein Foto von ihm, die Treppe hinabgestürzt und hat sich dabei mehrere Knochenbrüche zugezogen. Ja. Ja, voll auf die Brezel, der Fidel. Ja. Ja, aber später hat er dann Trainingsanzüge angezogen, damit er ein bisschen sportlich die Treppe runter kann. Ja. Wie man hier sieht. Ja. Schön, der Adidas hier. Tschub, tschub. Meinst du, der hat einen Adidas-Vertrag bekommen? Der hat garantiert ein Endorsement, ja. Ja, meinst du? Garantiert, ja. Ein Endorsement, oh. Ja, der Profi sagt, yeah, I have an Endorsement with Caps and Tattoos and Shirts. And ja, jetzt, wo du Englisch like sprichst, auch Fakt des Tages. In Neuseeland ist Fernsehwerbung an Feiertagen verboten. Da kann man auch ruhig mal klatschen, liebe Neuseeländer. Ja. Machen Sie doch mal was richtig. Super. Ansonsten super. An allen Tagen durchweg nur Werbung. Werbung, keine Filme, ja. Nur Werbung. Aber an Feiertagen ist Werbung halt verboten. Klasse. Ja, das war heute der 21. Oktober mit ganz viel Fakten und mit ganz viel Wissen. Und dann schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss.